So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2. Das letzte Mal hatten wir ein unglaublich cooles Level mit ganz viel so Traumblasen. Also das bin immer noch begeistert und jetzt habe ich mich irgendwie hier rausgeklickt und kann nicht mehr weiter. Ah, jetzt. Hey Leute. Oh boy. Oh. Da war ein Stachel. Toller Beginn. Boah, der Game Over-Ding ist ja jetzt richtig krass. Hat so ein richtig finales. Ja. Das, den will ich nochmal hören. Alleine schon weiter. Ach so, kann ich jetzt nicht, weil jetzt Game Over geht. Boah, aber das wirkt jetzt richtig wie gewollt. Da passt sich der Game Over. Die ganzen Sounds wurden alle ausgetauscht. Alle einzeln. Ja. Bis hier geht Wasser, Papier. Also hat sich richtig gut angepasst. So, dann ist das Schwarz-Weiß-Level. Ja. Wie oft drücke ich die denn noch gleichzeitig? Jedes Mal, wenn das vorkommt. Ich glaube, dreimal jetzt. Killst du an Dad? Das ist das dritte Mal jetzt, ja. Auch wenn ich ganz kurz erst im Level drin bin, aber das hat Dark gebaut. Ja. 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 Ja, das war mir. Also wie immer halt Grafiken und Farben von Lux. Level auf. Hey, mach das wieder an. Ah, den muss ich drücken. Oh Gott, das ist sowas. Ja, Hilfe. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn da so ein Koopa drauf gezeichnet? Und dann sind Dinge passiert. Es sind Dinge passiert. Eieiei. Die kam aber richtig schnell da raus, die Shell. Die hatte richtig Bock. Ja, geht du. Der hatte auch Bock. Oh nein, das müssen wir nochmal vernünftig anhören. Wie richtig, wie so von der Kirchenorgel gespielt. Sehr gut. Richtig nice. Das haben wir Level eingespielt. Ja. Das passt halt echt perfekt. Ich überlege gerade, ob das Level einfach zu schwer ist oder. Nee. Ob es da gerade liegt. Das liegt an mir. Wir schauen mal. Das liegt natürlich. Oh mein Gott, das liegt natürlich an mir. Ich meine, ich merke es ja selber, dass ich hier Quatsch mache. Fannen will natürlich nur gerade für uns testen, ob jeder Gegner Schaden zufügt. Ja, mehrmals. Genau, richtig. Er testet nur. Ich habe nicht oft genug getestet, ob er an diesem Vieh sterben kann. Ich vergesse, wie die heißen. Nein! Du Viech! Ich weiß nicht, ob hier finde ich vielleicht noch vier hin. Vier? Ach so, ja, auch noch Blöcke. Ja, gerne mal. Gerne. Ich auch noch. Ach so, meinst du von denen? Ja, ja, du kannst du gerne vier platzieren. Guck mal, ich hätte gerade sehen kann. Lass mal zeigen. Nee, ja, hier, Plattformteile. Ich treff nicht, warum treff ich mich? Hallo. Das war da, war ich zu ungeduldig. Ah, nein, deswegen nochmal vernünftig ran. Oh, große. Ding ist, das macht das Ganze damit nochmal viel final atmosphärischer. Richtig nice. Egal ob gewollt oder nicht. Das passiert ja automatisch passenderweise nur in dieser letzten Welt. Also das macht schon gut rein.
So, kriegen wir es jetzt. Ich hab's voll auf Anhieb geschafft und danach nie wieder. Dankeschön. Meine Nerven. So. Hupala. Und diesmal lasse ich mich auch nicht von dem Ding da drüben abschießen. Ich weiß sicher, was es tut. Böse Dinge, da kommt noch eins. Gitte Puff! Okay. Aber der erste hat mich nicht getroffen. Ja, und ich. Wir haben wieder was gelernt. Das ist die Hauptsache. Warum löse ich überhaupt die Blöcke noch aus? Da sind nur Münzen drin. Was will ich damit? Außer in den Shop gehen und mir Leben kaufen für 8000 Gold. Kannst ja machen, bevor du das letzte Level spielst. Hol ich mir einfach 99 Leben. Das ging noch nicht an. Ja. Ah, 84 Leben. Nee, du schießt sie sofort. Was soll das denn? Jetzt habe ich sie in die Hand genommen, auch cool. Okay. Ja. Lagt die Übertragung mal die auch so stark? Oh, oder kann selbst noch? Ja. Ja. Die Übertragung, okay. Und du selbst lag mal. Ich lag auch. Ja. Oh, jetzt hören wir von dir nichts und auf einmal kommt so ein ganzer Satz in einer Sekunde raus. Ah, oh, okay. Aber jetzt, wo du sagst, ihr seid auch ein bisschen abgehakt gerade. Vielleicht ist es Discord. Genau. Kann sein. Kann auch gut sein, ja. No! Oh Gott. Weil er hört das Geräusch und dann muss man kurz warten. Ach nö, jetzt spiel ich wieder zurück. Das ist die Wahnsinn, dass ich die Stelle hier nicht schaffe. Mann! Ich will doch einfach nur da durch. Dankeschön. So, das kann so einfach sein. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Und das Ding interessiert mich nicht. Ich krieg hier nichts, okay. Ah! Shell krieg ich wieder ins Gesicht an, ist klar. Wo kam die her? Ach, von dem da. Okay, hier kann ich stehen, glaube ich. Dann löst er die erstmal nicht aus. Wer hat die coolen Koopas auf die Dinger drauf gezeichnet? Lux. Die habe ich drauf gezeichnet. Ich schaff's nicht, ich schaff's doch, oh Gott. Ich dachte schon. Die sind ein klein bisschen inspiriert von Blend 1. Koopas, nur halt eingefärbt und im richtigen Panzer. Okay. Mhm. Wait. Wenn ich ihn jetzt losschicke, mache ich es doch falsch. Ich muss doch die erst drücken, oder? Nein. Aktivieren wir. Ja, bei. Ah. Mhm. Ein Custom Spread. Sind. Eigentlich sind das ja die gefixten Skyblöcke in dem Sinne. Ich sehe das ist ja was, was man eigentlich erwarten ja, nice. Würde, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat. Ja. Was die normalerweise machen, ist. Ach, deswegen dreht er sich ja auch um? Ja. Ah. Ah, jetzt sehe ich sie wieder, okay. Ja, also normalerweise machen die das halt nicht in normalen Zeilen und zurückgehen. Ja. Midway Point, Alter. Aber ich hab wieder gerewindet. Uff. Uff. Das ist schon, Leute lieben. Wie mach ich das denn jetzt hier? Ja, so nicht. Also auch. Da jetzt weg. Kann ich einfach mitnehmen den Block? Ach, das ist ein. Ja. Auch nicht später erkannt. Wait, what?
Hä, wie schön. Achso, ich kann hier auch wieder runter. Ja, Papa. Nein, Mann. So. Das sind alles so vermeidbare Tode, wenn ich ein bisschen aufpassen würde. Oh. Soll das? Normalerweise. Aber das geht auch so. Okay. Alter. Das soll. Alter. Geh weg. Ah, da ist auch Lava. Ja. Kannst du gar nicht entfernen. Keine Sorge, diese Säge wird gerade entfernt. Cool. Das nützt mir nichts. Ah, okay. Mir nix. Aber. Stell dir einfach vor, dass die nicht da wäre. Ja. Nein! Ich hab extra gewartet! Mann! Ich hab doch extra gewartet, damit es wieder nicht funktioniert. Warte ich halt diesmal nicht. So. Shish. Oh. Okay. Ja, trotzdem habe ich mir wieder viel zu leicht gemacht. Das kann man schon ohne Save States und so weiter schaffen. Boah, ich hab's. Hey! Gut gemacht. Nee, gut war's nicht, aber gespielt haben wir's. Okay, Kolosseum. Also das Level war gut. Nicht falsch verstehen, mein Spiel danke, war danke. Nicht gut. Da hat's ja schon gesagt, dass das von. Oh, das ist ein nicer Hintergrund. Auch gerade sind sehr interessante Sounds. Okay. Aber warum nicht hoch? Da ist jetzt das Final-Feeling vom Game Over Screen auch wieder vorbei. Okay. Ein bisschen klatschen. Wow. Also in dem anderen Level hat es ja echt gut gepasst. Hier ist es vorbei. Hilfe! Oh, die Musik kenne ich. Woher kommt die? Warte, die kenne ich. Ah! Ich kenne das. Gott, ich kenne das. Woher kommt. Oh, shit. Irgendein so ein RPG-Ding auf jeden Fall. Ist dir sicher? Also, ich bin mir gerade selber nicht sicher. Ich weiß, woher es ist. Kein RPG? Nein. Verdammt. Ich glaube. Warte, es ist ein Spiel vom N64, so viel sage ich immer. Oh! Warte mal, ich schreibe jetzt noch was. So. Ja, das denn. Okay, gut. Ich hoffe, es ist aber aber ich kenne das doch. Woher kommt das denn? N64. Woher kommt das denn? N64. Ist schon ein Spiel, was ich kennen müsste, ne? Ich denke schon. Ich war stark von aus. Die für eine Spielserie, die du kennen solltest. Vorher auch noch ein anderes Gimmick. Und zwar, dass man mit so rumfliegen musste. Das Problem an denen war, dass die halt überhaupt nicht für das Scrolling von SMW gemacht. Und dann wurde das einfach durch. Das was ist jetzt passiert? War da so ein kaputter Dingsblock? Oh ja. Ja. Also, ja, ich blind, Mann. Ja, natürlich wieder vor Midway Point, Mann. Ah.
schon durchgekommen, dann stelle ich dir die Bilder davor. Grrr. Hä? Achso. Boah, aber ich komme nicht auf das Lied, ne? Muss er nicht. Oh, wait. Dann müsst ihr sagen. Jetzt? Nee, ich wollte gerade, jetzt hat irgendwas mehr von Zelda, aber es passt ja auch wieder nicht. Es ist nicht Zelda. Ich komme nicht drauf. Soll ich es auflösen? Das ist von Kirby. Kirby! 64 Rocket Star. Ja. Oh. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht geschätzt. Nee, habe ich. Ah. Okay. Habe ich den zweiten Abschnitt ohne Rewinder? Ich weiß es nicht, aber den ersten habe ich auf jeden Fall direkt vor Midway Point rewindet. Ja. Okay, aber es kann man spielen auf jeden Fall. Gutes Level. Oh. Countdown to Heaven. Ich hab gar nicht. Wir hatten das letzte Level gebaut. Ich hab den Geist über mir gar nicht gesehen, lol. Huch! Huch! Also Dinge passiert auf einmal. Das letzte, das Kolosseum war von Lux. Das. Genau. Ist auch von mir. Der ist ja wild drauf. Nein. Nein, nein. Die Musik ist auch super cool, was bist du denn? Lux, weißt du eigentlich, warum die blauen Switchblöcke nicht aktiv? Ja, das war, weil Conan da so komisch hier ist. Okay. Alles klar. Gut. Oh boy. Oh boy, das reicht. War in dem Wiederherstellen von dem. Jo. Was für blaues Switchblock? Da waren gerade blaues Switch. Ich glaube, die aktiviert werden. Ach, die hier. Die sind noch aktiviert. Schon mal für die, kannst du für die Zukunft merken, Level Completion Sheet nicht funktioniert, wenn du Switch Palaces machen möchtest. Ja. Oh, das wären. Ah, das wären diese Blöcke gewesen, verstehe. Genau. Oha. Dann sind die Grünen vielleicht auch nicht aktiv. Weil wir haben zwar den Grünen abgeschlossen, aber hatten ja vorher den Exit mit den Cheatings geholt, versehentlich. Mhm. Okay, da bin ich gar nicht rein. Richtig. Schulgong. Sehr schön. Weißt du denn, woher diese Musik ist? Nee, keine Ahnung. Das ist Pokémon Smaragd. Das ist Pokémon? Nee, welcher Kampf ist das? Rubin Saphir auch. Ich glaube, Deoxys. Deoxys. Ja, Deoxys. Oh, das ist ja richtig nice. Ich hab gesagt, diese Smaragd und Rubin und Saphir, die sind vor allem musiktechnisch auch so nicht so, dass ich wieder was gemerkt hätte. Kann ich sehr empfehlen, da ist echt gute Musik bei. Ja, Pokémon hat allgemein immer richtig gute Musik. Ich mag auch von Dings von. Ja, selbst die in Anführungsstrichen schlechteste, aber immer noch sehr gute Musik. Ja. Richtig, aber oh, wie heißen diese Viecher in. Lass mich in Ruhe. Egal, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist egal. Lieber zum Midway. Was du meinst?
Ja, ich glaube, das war Vati aus. Die müssten aus Platin oder Pearl gewesen sein. Die legendären. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ach so. Ich hab's gerade nur sehr wenig verstanden, aber so. Ich glaube, du meinst die Galga und Palkia? Denke ich immer noch. Denke, nee, die kleine, also die kleineren, die so praktisch wie. Oder war, Robots, war das eine Einzel- oder Selfe. Ja. Bitte? Meinst du Turbos, Selfe und ich glaube, diese ja. drei, die halt. Ich glaube ja, die haben, also ich, wenn ich die meine, dann haben die ein richtig cooles Kampf mit dem. Haben die auch, ja. Mhm. Für die, die es noch nicht kennen. Hat er Lok vorne im Gesicht? Sound. Ja, Lok, das ist noch nicht richtig geändert. Mit dem anderen habe ich das immer geändert. Da muss ich ja. mal gucken. Ja, das ist noch falsch. Ja. Für die, die das nicht kennen, sucht mal auf YouTube nach den Geräuschen, die Reggie Ice, Reggie Rock und Reggie Steel machen. Das ist sehr unterhaltsam. Oder auch Reggie Gigas. Im Anime. Das ist das nur gut. Mist! Ah, dann spule ich zurück. Okay. Ich akzeptiere den Tod zwar, aber ich möchte nicht nochmal weiter. So. Hat man nicht einen Midway Point schon? Ich hab's verpeilt. Ja. Ah, okay. Hattest du. Ja, nicht gleich zurückspulen. Rocky musste das noch ohne Midway Point spielen. Was? Ja. Das komplette Level. Ja, ja also nicht weil wir das wollten, sondern weil wir es vergessen haben. Genau, vergessen rein. Ach so. Ja, gut. Das Ding da oben ist nur für den Kristall. Das muss jetzt nicht hier weiter. Nur für den Kristall. Genau. Nur rede ich das gekonnt. Hallo! Die sind auch echt wild, die Viecher. Wunderbar. Nee! Was macht ihr? Hilfe, lass mich in Ruhe! Wow. Bist du gerade echt gut durchgekommen. Wollte ich auch gerade sagen. Brauche ich den? Den brauchst du diesmal. Mist. Das wollte ich nicht hören. Warte. Aber der schießt doch jetzt. Hilfe! Der schießt nicht. Ah, okay, ich muss nur noch den runterziehen. Shish. Stimmt. Und hier in dem Raum ist es auch noch gerne führen. Das ist der gleiche Raum. Nice! Da hab ich doch. Hey! Oh Gott, also bis auf den. Doch, ja, ist der gleiche Raum. Einen Rewind bei dem kleinen. Was war das für ein Viech? Egal. Habe ich es, glaube ich, ohne Rewind gespielt? Fragezeichen? Ich weiß, ich kann es mir schon bist nicht mehr. Bist du bereit? Melon Man's Revenge. Final Fight. Willst du dir noch Power-Ups holen? Wir gucken erstmal rein. Kriege ich keine Power-Ups vor dem Boss? Eigentlich schon. Dafür brauche ich auch nicht so viel Fälles. Bitte? Nicht jetzt. Ah, nee. Ach so! Das ist der grüne. Ja. Ja, es ist der gelbe. Aber den gelben haben wir doch schon ausgelöst. Ja, der macht irgendwie Probleme. Der macht Probleme, ja. Ach, das war das, was ihr meintet, ne? Ja, der macht Probleme. Okay. Ja, ja gut, dann gehe ich einmal zum Shop und dann mache ich den Save-Set mit ja. vollgepowerte Mario und dann laden wir den einfach mal. Jo. Genau. Dann können wir uns nochmal die Orobes anschauen. Was ist denn eure Lieblings-Overworld? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Also meine auf jeden Fall die letzte. Letzte? Ja. Das freut mich. Meine auch. Da war ein Shop, da war ein Shop, da war ein Shop, da war ein Shop. Du kannst ja nur eine holen. Ach so. Du könntest rein theoretisch noch in ein Level reingehen und dir dort eine weitere Feuerblume holen. Ach, hier geht das gar nicht. Nee. Ah, okay. Genau. Also rein theoretisch könntest du ja noch eine weitere holen, indem du halt mit Start und Select aus dem Level rausgehst. Ja. Als
Aber die waren doch schon mal ausgelöst, die haben wir doch sogar schon genutzt. Ja, ja. Deswegen, das haben wir schon ein paar Mal im Let's Play erwähnt, dass es halt sehr seltsam ist, dass die einfach so irgendwann nicht mehr aktiviert sind. Also das hat jetzt praktisch mit meinem Gecheater vorher nichts zu tun. In der Regel eigentlich nicht. Das ist halt allen anderen beim Testspiel auch passiert. Okay. Und also der grüne und der blaue und grüne, ja, das hat was mit deinem Rumschicken zu tun. Genau, aber, den aber der gelbe nicht. Schon. Der gelbe macht einfach nur so Probleme. Ach so, weil er weil das kann. Ich glaube, hier wirst du nicht fündig. Doch, hier gibt's doch gleich eine Blume. Ja? Ja, das soll ich eine kommen. Pilz, ist dann über den Pilz, ist auch in Ordnung. Ja, also kleiner Spoiler, den Boss wirst du nicht mit Feuerbällen angreifen können. Deswegen. Ja, deswegen ist was tue ich? Das spielen wir nicht nochmal. Wir können gerne nochmal andere Level wiederholen. Spielen wir nochmal deine Lieblingswelt. Schreibt in die Kommentare, welche Level Conan nochmal spielen soll. Verbunden. Boah, lass es einfach. Small only. Lass es mal lieber. So, weiter geht's. Okay, dann mache ich einen Selbst, bevor ich durch die Tür gehe. Also, wenn, nachdem ich durch die Tür gegangen bin. Was? Okay, der will's wissen. Oh. Hä? Okay, jetzt hab ich ihn wieder getroffen. Du machst dir übrigens keinen Schaden, wenn du einfach nur so auf den drauf springst. Ach, nicht? Nein. Oh. Das heißt, das macht alles gar nichts. Nee. Genau. Das heißt, ich muss warten, bis er irgendwas mir gibt, womit ich ihn besiegen kann. Du hast eben schon die. Hast schon gesehen, wann du ihn. Ah, wenn ja. Er da ein. Okay. Ja, also das ist nur ausweichen. Down. Okay, das kriegen wir. Oh, was mache ich denn? Jetzt. Okay. Ja. Jetzt. Jetzt hast du hast ja nicht getroffen. Doch, er hat den Kopf geschüttelt, da war das kein Treffer. Wenn er den Kopf schüttelt, okay. Dann musst du auf ihn drauf springen. Jetzt. Ach so. Dann setzt er sich hin, dann hast du ihn getroffen. Ah, dann habe ich jetzt einen Hit. Okay, got it. Okay, gecheckt. Der ist aber komplett. Okay. Komplett RNG dann. Ja. Großteil. Das heißt, ich kann mich sogar theoretisch von ihm stunnen lassen, kann ihn trotzdem noch danach noch treffen. Gut. Ja. Ja, genau. Gut, also die Originalversion von dem Boss. Ich hab den noch abgeschwächt, war zu krass, finde ich. Find ich hab letztes Mal noch Feuer gemacht, wenn er halt dann runtergekommen ist und dann weißt du halt, Gott, immer getroffen werden. Er packt jetzt, da hätte er Feuer. Fand ich ein bisschen viel. Ja, ich verstehe. Okay, jetzt komm her. Man! Okay, da kommt er wieder. Tschüss. Ich frage jetzt mal nicht, wie viel Hitze hat. Ich will mich überraschen lassen. Das waren jedenfalls drei. Also mehr als drei hatte ich auch. Mein Gott. Mehr als drei hatte ich schon mal. Aber zweistellig werden die Hits nicht, oder? Nee. Okay. Was mach ich denn? Keine Sorge. Nein. Jetzt. Eins. Ich war so rüber, jetzt kann ich eigentlich einfach nur stehen bleiben. Ich glaube, ich sollte mich einfach gar nicht so viel bei ihm bewegen.
geht einfach mal eine Weile machen lassen. Machen lassen. Dann wird er schon von selber. Wird er sich schon von selber rühren und sagen, hey, jetzt mache ich mal wieder was Relevantes. Ja, nein? Ja. Was glaubst du eigentlich, wer das Level gebaut hat? Ja, ist gut, alles gut. Was meinst du jetzt, das Boss-Level hier alleine? Was? Weiß nicht, wer von euch den Boss gemacht hat. Wahrscheinlich Metal Job. Ja, also. Grüße gehen raus an Metal Job. Oder brauchst du auch? Nee, haben wir nicht. Ich weiß gerade selber nicht genau, von wem der. Die Tür bei den Castles, die ist. Ja, stimmt, genau. Also die Schloss-Cutscene, bevor man das Level. Ach, das habt ihr gesagt, stimmt. Ja, ich bring schon alles durcheinander. Alles cool. Alles gut. Oh boy. Lux? Ja. Meinst du, dass es möglich wäre, dass eventuell nach dem beispielsweise dritten Treffen des Bosses irgendwie ein Power-Up runterkommt? So machen. Also im Boss-Traum jetzt? Ja. Fände ich jetzt ganz cool. Okay. Wieso stelle ich mich denn da so an? Der macht doch eigentlich gar nichts. Ich weiß halt noch nicht, wie ich meine Zone kommt da runter. Zwei Dateien. Oh, ich kann gar nicht runterfallen. Zu der Seite. Okay, ich kann zu den beiden Seiten beliebig rumgehen. Das ist schon ein bisschen besser. Zweiter Treff. Ach komm! Ah! Gerade nicht mehr, aber ich glaube, der Boss hatte 6 Hit. Das kann sehr gut sein. Und er wird. Mindestens nach jedem dritten Mal, was er, wenn er irgendwas macht, das machen, dass du ihm wehtun kannst. Das ist so traurig. Mist, da komme ich auch nicht weg. Hits! Okay, 2 Hits, 1 Pins. Ich komme. Ja, okay, so kam ich rum. Das war knapp. Vorher antriggern? Ja, okay, dritte. Nein! Scheiße, dritter Hit. Oh, jetzt wird er schneller, kann das sein? Ja, du hast fast geschafft. Ein bisschen. Vielleicht haben wir es. 4? Einmal. Boy. Das war knapp. Antriggern? Weg mit dir! Ja? 5. Jawoll. Jawoll. Läuft doch. Kann ich Credits sterben in den Credits? Nein. Nein. Gut, dann kann ich es einfach laufen lassen. Kannst du mich so zurücklehnen? Oh sorry. Gott. Das. Wie hat's dir gefallen? Ja, insgesamt schön, auf jeden Fall. Nur mein Spielskill hat in der letzten Welt enorm abgelassen. Das fand ich nicht so schön von mir, aber gut. Also ich denke schon, dass der Hack gut ankommen wird. Sollte mich was hatte nicht. Welche Level haben dir denn so am besten gefallen? Wir sehen, was probieren sich. Also vom wo ich halt am geflashtesten war, war halt jetzt in der letzten Welt einmal das Level mit den Blasen, das Level mit dem, wo es so seitwärts alles war. Das war so einfach der so hatte so einen Wow-Effekt. Pankasar war schon mal cool, alleine vom Levelnamen her. aber auch von der Level-Idee her. Ich tue mir mal schwer zu sagen, das Level war besonders gut. Vor allem kann ich mich nicht mehr an alle erinnern.
Kann ich was tun oder bin ich. Nö, nee, das nee, Spiel ist deine. Achso, okay. Also kann ich jetzt einfach Start Alles Select oder. Wollte ich sagen. Nee, wahrscheinlich nee, nicht, nicht mal das. Das will jetzt resetten. Ah, okay. Das heißt, man sitzt hier jetzt fest. Ja. Genau, wie im originalen. Nice. Nice. Jetzt ist, haben wir jetzt einen Exit mehr, weil ich hier rumgecheatet habe und eigentlich sind es 68? Nee, das ist richtig. Das so. Ah, okay. Alles klar. Wir haben darauf hingearbeitet. Ja, cool. War aber kein Stern da, also der, nice. Der zeigt es dann praktisch keinen Stern an. Ja. Nee. Der ist ja nicht da. Ich versuche mich an Level zu erinnern, aber es ist echt schwierig. Es war insgesamt was halt. Das hier waren auch sehr kreative Level in der Welt. Also die waren auch sehr nice. Mhm. Es war alles hatte irgendwie. Es war kein Level, wo du sagen kannst, ja, das ist so wie es andere auch. Also es hat alles irgendwie so seine eigene Note gehabt. Das war auch. Die Zuschauer, die da Lust drauf haben, können auch ganz gerne schreiben, was ihr so am coolsten fandet. Welches Level, welches am schlechtesten. Was? Ja, genau. Alles oh ja, kommt dran. Castle war auch super. Und hier, aber hier nur, die Geister waren natürlich ein bisschen fix, aber das haben wir ja festgestellt. Die sind schon. Ja. Die wurden auf jeden Fall und verlangsamt. Genau. Ich kann mir an den meisten jetzt vom Drüberlaufen alleine schon nicht mehr erinnern. Das ist schon zu lange her. Ja, sehr schön. Das war das Tutorial-Level. Das war am besten. Das fand ich auch am besten tatsächlich. Das hat irgendwie Ideen. Weil doof danach, dass so ein paar Blöcke halt wieder gekommen sind, wie Laufblöcke und so Sprite-Blöcke. Die kamen halt sehr oft dann im Hack vor, finde ich. Einziges Level so. Hm. Ja, naja. Egal. Weiter geht's. So, spielen wir jetzt Level 1. So. Spielen wir jetzt nochmal alle Level. Wir spielen Level 1 und dabei könnt ihr. Noch, 2. Wollt ihr noch irgendwas mitteilen? Oder? Seid ihr so? Jetzt kommen die Bitte. Ich denke mal noch im April rauskommen. Bitte was? Der Hack will, denke ich mal, noch im April jetzt auf Essenstand hochgeladen. Ich habe die sterbliche Lösung für die. Finde. Ja, und dann so genau. In 5 Jahren und Evil Conquest 3. Ne, Evil Conquest 2-2. Genau, Evil Conquest 2-2. So wie Kingdom Hearts. Ja. Ja, wir haben lustigerweise schon was anderes geplant, und zwar Ankündigung. Ja, nicht spoilern, wenn schon. Nein, das spoilere ich nicht. Nein, keine Sorge. Das andere was ich danach ist, rausschneiden ist, muss. Nee, keine Sorge, das wollen die Zuschauer sehen. Genau, und zwar habe ich schon mal in einem anderen Let's Play Part erwähnt, dass einige Leute aus, ja, die Confi, also Freunde von uns, noch einen kleinen so einen Mini-Hack gemacht haben. Von keine, ungefähr 30. Ja, diese Call-up hast du erwähnt. Etwas weniger. Genau, wollte ich nochmal erwähnt haben, dass das halt hoffentlich bald auch fertig sein sollte. Die Level an sich sind fertig. Jetzt werden nur noch ein paar Änderungen vorgenommen. Wenn Leute Lust drauf haben, das zu ändern, natürlich. Genau, abgesehen davon könnte eventuell noch was in Zukunft kommen. Erstmal kommt ja noch das Super Mario World Hacking Turnier von Patrick auf SMB. Ja. Genau. Und darüber hinaus, weiß ich nicht, was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich meine, wir machen wahrscheinlich irgendwie nochmal einen Hack oder so, aber. Irgendwie schmeckt das Wort gerade ab, aber. Oh, sollen wir nochmal was wiederholen oder so? Ich glaube, das meiste hat man gehört. Okay. Aber es war so ein bisschen abgehackt. Ich mach mal die Übertragung aus. Okay. Ja. Die braucht ihr ja nicht mehr. Die Kurzform von dem, was ich gesagt habe. Das Wichtigste ist, das ist nicht das Letzte, was ihr von uns gesehen habt. Das auf jeden Fall. Und, Ihr bleibt Hacker. In was für einer Form auch immer werdet ihr nochmal ein Spiel von uns sehen. Ja. Ja, sehr gut. Ja.
Dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Erstellen. Habt da auf jeden Fall. Hat sehr viel Sehr Spaß gerne. gemacht. Wird sicherlich ein Hack, ich denke, der kommt gut an. Ich kann es mir nicht andersrum vorstellen. Und wenn die Denke irgendwie und hoffe ich auch. wegen technischen Sachen sagen, die nehmen das gar nicht rein, dann sind sie halt echt blöd bei SMEcentral. Aber ich denke, von sowas sind die mittlerweile auch mal abgekommen, oder? Ja. Dass sie wegen so Kleinigkeiten direkt ablehnen und keine Ahnung. Ja, also das war ja mal so, dass auch die Hackmoderation so eine Art Qualitätssicherung war. Ja. Das Problem an der Sache war, du hattest dann, sag ich mal, fünf Hackmoderatoren, die hatten alle andere Qualitätsstandards Ja, eben. und das war dann dementsprechend unfair. So, dann wäre das bei der einen Person durchgekommen, bei der anderen Es Person war halt nicht nicht. Und wirklich professionell, wie sie es gemacht haben. ja, es war halt so versucht, professionell zu sein und dadurch sind an sich weniger Sachen durchgekommen, als es hätte sein müssen, so. Ja. Und jetzt haben wir es aber halt so, dass das, also jetzt ist das, glaube ich, immer noch so, dass einfach nur geguckt wird, kann man das durchspielen Ja, und also ich denke, wenn man das, keine Ahnung, muss doch jeder Moderator beim Spielen von dem Ding hier sagen, okay, das ist ein Hack, der macht den Leuten Spaß, den nehme ich rein. Selbst wenn die ein oder andere Sache vielleicht nicht ganz so funktioniert technisch, wie sie sein könnte. Also, keine Ahnung. Ist ja nicht so, dass das dann unter SMW Central verkauft wird und man plötzlich auf Schadensersatz verklagt werden kann, weil es nicht funktioniert. Das ist ja einfach nur, sie bieten es halt dann an und man kann es dort runterladen. Ich sehe das Problem ja. nicht. Ich meine, ich sehe schon, wieso man das halt machen wollte, dass man so eine Qualitätssicherung hat, weil dann, dass man halt trotzdem, auch wenn es nicht wirklich mit Geld zu tun hat, dass einfach die Leute auf das Channel gehen können, gehen in die Hack-Section, können sich irgendwas aussuchen und das wird denen irgendwie Ja, gefallen. klar. Aber ob das wirklich möglich ist, ist halt die andere Aber das ist ja Frage. hier im Prinzip So. der Fall. Also du hast hier auf Ja. jeden Fall bei diesem Hack, ich sag mal, die Mehrheit, der das gefallen wird. Und das merkst du beim Ich Spielen meine, ja eigentlich auch. dafür, für diese Qualitätssicherung hat man halt jetzt die Featured Hacks. Das sind dann einfach besondere Sachen, die empfohlen sind. Und da wird Ja. dann gesagt, so, das ist das, was der Qualität entspricht, die wir hier haben wollen. Ja. Und ja, aber wird schon angenommen. Ja, ich drücke Sonst auf jeden Fall die Daumen, dass es gehen da wir nicht das allzu irgendwo viel anders. noch zu bearbeiten gibt und euch nicht rumzicken oder sowas, sondern dass die Sonst es geben wir einfach das irgendwo durchlassen. anders zum Download oder so. Irgendwie einfach ein Megalink oder so. Oder sowas. SMW.de. SMWerking.de gibt es auch noch, genau. Genau, da läuft das Genau, Turnier. genau. genau, schaut bei Patricks Turnier vorbei, wenn ihr Grüße an das Opio. jetzt guckt. Also, wenn ihr das im April 2020 guckt und wenn nicht, dann schaut euch das Turnier an, wenn es das geworden ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann gelassen. Oh, das wird bestimmt was. Ja. Denke ich schon. Alles gut. Und Conan, was steht bei dir so an? Kommende Projekte? Ich würde gern Ori spielen, das Neue. Ah, ja. Ah. Sehr gut. Das ist so eigentlich im Moment das, was ich hauptsächlich im Kopf habe. Und ich habe auch noch einige SMW-Hacks, die ich jetzt noch nicht gespielt habe von SMW Central, die relativ aktuell sind. Na dann, viel Spaß. Aber mal Wünsche ich schauen, auch. alles mit der Zeit. Muss auch wieder ein paar Ja, genau. Mindmaker-Folgen aufnehmen. Da hat sich auch wieder ein bisschen Kannst was ja Mindlevel angesammelt. spielen. Oh Gott, ey. Ihr baut in Kannst Mindmaker du. ja, baut ihr ja nichts, ne? Doch, Doch. ich hab ein paar Sachen gemacht und das sind auch. Ich habe meine Switch seit November und dann halt 4, 5 Level gebaut, glaube ich. Oh. Schickt mal eure Level-IDs da. Nicht Baumeister-IDs, dann gucke ich mir das mal an. Jo. Dann kommen die auch in den Gerne, nächsten gerne. Mario Maker Parts mit rein. Ich bin gespannt. Alles klar. Ja, also Level sind von mir nicht so geil tatsächlich. Ja, Also das schon wird sich okay, zeigen. aber nicht so geil. Naja. Okay, aber dann schließen wir mal hier Aber gerne, ab gerne. und Jo. danke fürs Zuschauen. Danke, Danke gerne. fürs Erstellen Und des weiter. Hacks. Bis zum nächsten Hack. Genau, bis zum nächsten Gerne. Hack. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss und tschüss.